Als ich zuletzt auf YouTube unterwegs war und in die Trends geschaut habe, sind mir doch fast meine mit 60% Influencer-Rabattcode bestellten Hunger-Weg-Kapseln wieder hochgekommen. Nee, nicht deswegen. Regie, können wir einmal kurz rauszoomen? Deswegen. Mia kann alleine schwimmen. Ist doch toll, oder? Meine kleine Maus braucht keine Schwimmflügel mehr. Für alle, die sich jetzt fragen, wer ist das? Das ist Mia Harrison. Verpixelt wurde sie von mir, weil, wie Jan Böhmermann schon zu pflegen sagte, ihre Eltern das im Umzugsstress wahrscheinlich vergessen haben. Ihre Eltern, das sind Dominic und Sarah Harrison. Und die haben anscheinend das im Kopf, was Mia bis vor kurzem noch in ihren Schwimmflügeln hatte. Ganz viel Luft. Denn sie gehen, genau wie viele andere Familienblogger auch, genauso sensibel mit den Daten ihrer Kinder um wie Michael Wendler mit Laura Müller. Ich weiß, dass er so stark ist, dass er mich, wenn ein böser Mensch kommt, einfach wegschlägt. Gar nicht. Ihr wollt mehr Infos über Sarah Harrison? Ich war Cybergirl, ich war Playmate, jetzt Playmate des Jahres. Mein Papa zeigt das Heft immer noch gerne seinen Arbeitskollegen und seinen Freunden. Sweet Home Alabama bzw. Sweet Home Arabische Emirate. Nur weil Sarah Harrison sich gerne freizügig im Netz zeigt, geht sie anscheinend davon aus, dass sie ihre Tochter genauso zeigen kann. Denn in diesem 16-minütigen Video geht es hauptsächlich um eins, die schwimmende, nur in einem Tankini bekleidete Mia. Unter dem Video findet man diesbezüglich auch einige kritische Kommentare, aber die Harrison-Community wäre ja nicht die Harrison-Community, wenn sie nicht sofort stichhaltig und eloquent gegenargumentieren würde. Mach doch einfach kein Auge, gönn es denen. Das ist ihre Entscheidung. Wenn sie das so machen wollen, ist das okay. Nein, liebe Laura, was Eltern mit ihren Kindern machen, das ist in Deutschland zum Glück nicht allein ihre Entscheidung. Dafür gibt es Gesetze und unter anderem das Jugendamt. Um die Problematik etwas deutlicher zu machen, werde ich in diesem Video anhand verschiedener Familienblogger zeigen, was hier eigentlich aktuell schief läuft. Denn Team Harrison sind bei weitem nicht die einzigen. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, auch die Wolfs, die Koslowskis, Mami-Seelen, das Gers Familienblog oder Isabo followen auf YouTube zwischen 240.000 und 1,2 Millionen Zuschauer. Warum ich betone, dass es so viele sind? Also jede Frau, die sagt, die Größe ist nicht wichtig, die lügt. Danke, Sarah. Tatsächlich geht es mir aber gar nicht um die Größe dieser Kanäle. Aus diesem Video kann auch theoretisch jede Privatperson, die ihr Kind ungeschützt im Netz zeigt, etwas lernen. Im Folgenden wird es nämlich um Persönlichkeitsrechte gehen, die Verletzung der Intimsphäre, Datenschutz und Kinderarbeit. Weitere Quellen und nicht satirische Videos, die eher sachlicher sind als dieses hier, werdet ihr in der Infobox finden. Also fangen wir an. In den Vorlesungen, die ich in meinem Studium zum Thema Medienrecht besucht habe, habe ich gelernt, dass jede mündige Person ein Recht am eigenen Bild hat. Zusammen mit ein paar anderen Rechten bezeichnet man das auch als Persönlichkeitsrecht. Aber wie sieht es eigentlich bei Kindern aus? Bis zum Alter von 14 Jahren können Eltern darüber entscheiden, was mit den Fotos der Kinder passiert. Theoretisch können Eltern sogar selbst entscheiden, dass sie diese Bilder online stellen. Ja, aber Moment mal, warum mache ich denn dann jetzt gerade dieses Video? Können denn Persönlichkeitsrechte von Kindern überhaupt nicht verletzt werden? Persönlichkeitsrechte von Kindern können auch schon unter 14 Jahren von Eltern verletzt werden. Etwa, wenn Kinder in besonders peinlichen Situationen zu sehen sind. Peinliche Situation. Okay, jetzt mal rein hypothetisch. Wäre es, ganz fiktiv natürlich, eine peinliche Situation, wenn die Eltern dem Kind einen Streich spielen würden, bei dem sie rein hypothetisch so tun würden, als hätte das Kind eventuell Scheiße am Arm? Leonardo, gib sie mir Toilettenpapier, schnell! Schnell, gib es mir! Schnell! Oh no, Kaka! Ah! Kaka! Okay, das könnte eventuell kritisch sein. Ich war mir eigentlich sicher, dass das überhaupt nicht bedenklich ist. Wenn sogar unser steuersparender Dubai-Fluencer Sammy Was sind Menschenrechte Slimani das gut findet, dann kann es ja eigentlich nur rechtens sein. Aber was weiß ich. Ach ja, die Verpixelung in diesem Video kam, wie alle Verpixelungen, die in diesem Video vorkommen werden, von mir. Marlene Korn von jugendschutz.net sagt übrigens, dass als peinliche Situation noch viel mehr aufgefasst werden kann. Es gibt absolute No-Gos. Dazu gehört Kinder in peinlichen Situationen, mit verquollenen Augen auf der Couch, krank. Krank? Aber
Das macht doch auch keiner, oder? Ja, heute Morgen, Kinderarzt. Keine coole Nummer gewesen. Die Blutabnahme, die musste leider über den Kopf erfolgen, weil er halt einfach diese erhöhte Temperatur in den letzten Tagen hat und auch heute wieder. Lien hat richtig doll geweint. Das tat mir so, so, so doll weh in der Seele. Das tat ihr so, so, so doll weh in der Seele, dass sie sich erstmal die Kamera schnappen und ihren über 600.000 Abonnenten Brühwarm davon erzählen musste. Ja, tatsächlich, Krankheiten sind ein richtig beliebtes Thema bei Familienbloggern. Das hier ist nur ein Ausschnitt von dem, was man spontan auf YouTube finden kann und zeigt, wie Kinderkrankheiten von YouTubern in Thumbnails, Titeln und Co. vermarktet werden. Und es geht noch extremer. Wer die Szene aktiv verfolgt, der weiß, dass einige Blogger, noch bevor dann 2 Stunden später das Chocolate-Dattel-Agaven-Dicksaft-Porridge in die Kamera gehalten wird, munter über die morgendliche Stuhlgangkonsistenz ihrer Sprösslinge berichten. Ja, und dem Milan geht's halt echt gar nicht gut mit seinen Zähnchen. Der hat ganz dicke rote Backen, hat auch total Durchfall. Mausi bekommt einfach nur Zähne. Ja, und davon kommt es einfach, der Durchfall. 69% Rabatt mit dem Code Sprühschiss69 oder was. Aber okay, abgesehen von peinlichen Situationen, die auch irgendwie immer Auslegungssache sind, und Krankheiten und Durchfall. Gibt es denn noch etwas, was potenziell gegen die Persönlichkeitsrechte von Kindern verstoßen könnte? Wenn es also um besondere Bilder geht, die in die Intimsphäre eindringen, das wären also Bilder in der Badewanne, am Strand und Nacktfotos der Kinder, dann können die Kinder auch gegen ihre Eltern vorgehen und auf Unterlassung klagen. Problem bei der Sache, Kinder sind Kinder. Und ein 3-jähriges Kind kann seine Eltern überhaupt nicht verklagen, weil es die meiste Zeit des Tages erstmal damit beschäftigt ist, überhaupt sprechen zu lernen. Sollten Sie also im Alter von 14, 16 bzw. spätestens 18 Jahren merken, dass Sie sich durch die öffentlichen Aufnahmen von Ihnen in der Badewanne, beim Kinderarzt und Co. in Ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen, können Sie Ihre Eltern ganze 10 bis 17 Jahre nach Erscheinen dieser Bilder und Videos auf Unterlassung und die damit verbundene Löschung verklagen. Herzlichen Glückwunsch! Also Sarah, warum bitte zeigt ihr euer Kind einem Millionenpublikum in der Badewanne? Weil sie eine Kotzeliesel ist, gell? Alles tut mal voll kotzen, mein Schatz, gell? Und wenn ihr denkt, die Informationen über das Kotzverhalten des Kindes war nicht schon intim genug? Nein, Triggerwarnung. In diesem Video wird die Mia jetzt circa 50 Sekunden lang gezeigt, wie sie in einer Badewanne badet, nur mit einem weißen Tuch bekleidet, das durch das Wasser durchsichtig wird. Und so traurig es ist, die Zensur stammt von mir. Ja, du mal deine ganze Kotze wegputzen, ne? Du mal deine ganze Kotze wegputzen. Ei. Hey, Prinzessin. Ei, so schön. Schau mal, die hat voll Spaß, ey. Ja, so wie ich das sehe, hat Mia da genauso viel Spaß wie ich bei meiner letzten Steuererklärung. Die ich machen muss. Denn ich lebe nicht in Dubai. Versteht mich nicht falsch, es ist überhaupt nichts dabei, wenn Eltern solches Videomaterial von ihren Kindern besitzen. Aber das Ganze öffentlich ins Netz zu stellen, ist äußerst fragwürdig. Wichtige Erkenntnis ist, dass Aufnahmen von Kindern natürlich von Menschen missbraucht werden können, die ein sexuelles Interesse an Kindern haben. Das kann aber verstärkt werden, wenn Kinder sehr leicht bekleidet zu sehen sind. Übrigens, selbst augenscheinlich unschuldige Fotos können missbraucht werden und in Datenbanken pädophiler Kreise gelangen, wie dieser Artikel hier belegt. Was also machen? Mai vom Kanal MyLab beruft sich in einem Video über Kinder und Social Media auf die Richtlinien einiger Kinderärzte. Kinder- oder Babyfotos immer nur komplett bekleidet zeigen. Unschuldige Fotos werden ja schon missbraucht, aber wenn das Kind dann auf der Toilette ist, im Bad, am Strand, wie auch immer, ist das Risiko für einen Missbrauch natürlich deutlich höher. Ganz kurz nochmal zum Verständnis für mich. Also Bilder mit gespreizten Beinen und Co., ungefähr solche Bilder, das sollte man besser lassen? Okay, verstehe. Was ist denn? Ganz kurz, Dominik, nur weil in der Badewanne jetzt Schleim statt Wasser ist, bedeutet das aber nicht, dass ihr... Auf ihre Reaktion bin ich gespannt. Auf diese... Was? Ja, der Kopf mal seit... Schau mal. Komm, ess ein Stück Kuchen. Ich kann nicht, ich hab Hunger. Die hat gar keinen Bock. Schau mal ihre Hände an. Ihre Hände, die so unangenehm. Und
unglaublich witzig. Ich persönlich frage mich gerade, welches Persönlichkeitsrecht in diesem Video eigentlich nicht verletzt wurde. Aber gut, wenn sich die Kinder schon nicht wehren können, YouTube hat doch eigentlich super strenge Richtlinien zum Thema Nacktheit sowie zum Thema Minderjährige. Lass uns das doch mal kurz nachlesen. Die folgenden Inhalte mit Minderjährigen dürfen auf YouTube nicht veröffentlicht werden. Aufnahmen in privater Umgebung in den eigenen vier Wänden wie Schlafzimmer oder Badezimmer. Ja, richtig gelesen. Eigentlich ist das eben Gesehene verboten auf YouTube. Warum es, trotz dass YouTube eigentlich super streng ist, nicht gesperrt wird? Ich kann nur mutmaßen. Vielleicht, weil Videos wie dieses, das 1,2 Millionen Aufrufe hat, richtig viel Werbeumsatz machen. Und ja, ihr habt richtig gehört, dieses Video ist monetarisiert. Du trägst es nicht mehr? Verkauf's einfach. Fun Fact! Vor einigen Jahren gab es auf YouTube einen Skandal, dass unter Videos, in denen Kinder die Protagonisten waren, immer wieder Timestamps von Usern gefunden wurden. Zeitangaben. Und wie sich rausstellte, waren diese häufig von Sexualstraftätern, die andere Personen darauf hinwiesen, wo die besonders pikanten Stellen im Video sind. YouTube hat daraufhin reagiert und die Kommentarfunktion sowie sehr viele weitere Funktionen bei Inhalten mit Minderjährigen ausgeschaltet. Familienblogger hingegen befinden sich in einer Grauzone, beziehungsweise einer ziemlich dunkelgrauen Grauzone. Ganz kurz, den 50 Shades of Grey Witz, den können wir in dem Zusammenhang nicht bringen. Das ist geschmacklos. Denn streng genommen, wenn man die YouTube-Richtlinien so liest, wie sie da stehen, müssten die Kommentare, sobald Minderjährige im Video auftauchen, ausgeschaltet werden. Hallo? YouTube? Was ist da los? Und jetzt kommt mir nicht mit dem Argument, die Kinder wären nicht der Hauptbestandteil dieser Kanäle. I mean... Sie sind auf mehr als jedem zweiten Thumbnail zu sehen. Und wo wir schon beim Thema YouTube hält sich nicht an seine eigenen Richtlinien sind. Lass uns nochmal zurückgehen auf diese Richtlinien bezüglich Minderjähriger von eben. Nicht veröffentlicht werden dürfen Aufnahmen in privater Umgebung in den eigenen vier Wänden wie Schlafzimmer. Dass in Kinderschlafzimmern nicht gefilmt werden darf, hat gute Gründe. Erstens gehört dieser Bereich definitiv zur Privats- bis hin zur Intimsphäre. Zweitens brauchen Kinder einen Rückzugsort. Das Schlafzimmer darf nicht gleichzeitig das Arbeitszimmer sein. Das bestätigt auch Luise Mehrgans vom Deutschen Kinderhilfswerk. Problematisch wird es halt, wenn der eigene Rückzugsort, das Kinderzimmer, das eigene Zuhause der Drehort sind und der Arbeitsort. Wo habe ich dann eigentlich noch Ruhe? Und YouTube sind übrigens nicht die einzigen, die das so sehen. Die Eltern von Miley vom Kanal Mileys Welt sind eine der wenigen, die seit 2017 alle Dreharbeiten mit Kinderärzten, Schule, Jugend- und Gewerbeamt abstimmen. Und diese machen ihnen ähnliche Auflagen. Ja, wir dürfen nicht im Kinderzimmer filmen, wir dürfen nicht in der Schule filmen, wir dürfen nicht beim Arzt filmen, im Krankenhaus, beim Schwimmen. Wenn also das Jugendamt sagt, das geht nicht, und selbst YouTube sagt, das geht nicht, wie kann es dann sein, dass ich auf YouTube tausende Kinderzimmer-Roomtouren finde? YouTuberin Isa Bo treibt es, was das betrifft, übrigens meines Erachtens nach auf die Spitze. Ich möchte euch heute das Kinderzimmer von meiner 5-jährigen Tochter zeigen. Das ist ihr Schlafbereich und da ist noch ein Bällebad. Spoiler Alert, auch hier kommt die Zensur von mir. Im Folgenden wird uns nämlich jede einzelne Schublade der 5-jährigen gezeigt. Hier ist ihr Bademantel drin, dann hat sie dort die Unterwäsche und die Socken. Dann haben wir da einfach ein Foto stehen von der Leona. Ein Wäschekorb, den dürft ihr euch wegdenken. Und in diesen Fächern sind weiterhin Wäsche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne Feedback da. Feedback? Ja, wenn du schon so gezielt danach fragst, gerne. Das ist absolut unverantwortliche Scheiße. Isa Bo ist eine der wenigen Mami-Bloggerinnen, das muss man ihr lassen, die ihre Kinder verpixelt und zensiert. Und das ist ja grundsätzlich schon mal ganz gut. Aber sorry to disturb your pink little Einhorn-Bubble. Auch wenn Kinder zensiert sind, kann man Persönlichkeitsrechte verletzen, da man die Kinder alleine schon anhand ihrer Stimme, ihrer Eltern etc. identifizieren kann. Besonders wenn es ums Thema Privat- und Intimsphäre geht. Ich erkläre es nochmal so. Deine Unterwäsche darfst du gerne auf einschlägigen Plattformen zeigen, auch wenn das vielleicht niemand sehen will. Die Unterwäsche deiner minderjährigen Kinder, ich sag mal so, schwierig. Und eine perfekte Überleitung, wo wir gerade schon mal beim Thema Kinder verpixeln und zensieren sind. Wie sieht es eigentlich mit dem Thema Datenschutz aus?
Kinder von Familienbloggern werden ja zwangsläufig zu Personen des öffentlichen Lebens. Alleine diesen Fakt könnte man kritisieren. Grundsätzlich ist es aber in Deutschland nicht verboten, sein Kind zu einem Star zu machen. Auch wenn diese vielleicht gar nicht wissen, was die Konsequenzen vom Star-Dasein sind. Aber siehe Kinderschauspieler und Co. In der heutigen Zeit sollte man aber sensibel mit allen Daten, die da drum herum sind, umgehen. Ich habe das mal bei einer sehr großen deutschen Mami-Bloggerin getestet und ich werde hier bewusst nichts einblenden und ich werde auch keinen Namen sagen, um die Kinder zu schützen. Aber die zwei ältesten Kinder sind mit Vornamen bekannt. Den Nachnamen konnte ich aus dem Impressum nehmen. Durch die ganzen Videos wusste ich, wann sie Geburtstag haben, wann sie in der Grundschule eingeschult wurde, wann einer von ihnen in der weiterführenden Schule eingeschult wurde, was ihre Hobbys sind. Und zusammen mit der Google-Bildersuche, der Google-Suche, Google Maps und den Infos, die ich aus den Videos hatte, konnte ich tatsächlich Schule, Tanzschule und Co. rausfinden. Das ist ganz schön gruselig, oder? Wenn ich jetzt ein Triebtäter wäre, könnte ich die theoretisch vom Schultor abpassen. Einfach mal so als Denkanstoß. Wie gesagt, es ist nicht verboten, aber... Florian Metz, Co-Founder von Wunderstudios, das ist ein Berliner Unternehmen, welches Kinder-YouTube-Kanäle betreut, gibt daher folgende Tipps, um die Kinder zu schützen. Das heißt, man nennt nicht den wahren Namen, sagt auch nicht, hier ist meine Schule, so dass es einfach eine Trennung gibt. Und die Privatsphäre des Kindes immer geschützt ist. Und auch MyLabs Kinderärzte haben das in ihre Guidelines aufgenommen. Seid vorsichtig mit dem Namen eures Kindes und wo es sich gerade aufhält. Aber ich merke schon, das Thema Datenschutz interessiert unsere Gesellschaft ja sowieso nicht so wirklich. Also lasst uns das Ganze abhaken, wie wir auch die Datenschutzerklärung und AGBs bei sämtlichen Websites, an denen wir uns anmelden, abhaken und zum nächsten und letzten pikanten Thema kommen. Haltet euch an euren Billig-Fashion-Einkaufstüten fest. Es geht um Kinderarbeit. Oder wie die Mama vom Familienkanal Luisa sagen würde. Sie arbeitet ja nicht, ne? Das ist ja die 10 Minuten da, Viertelstunde. Sie macht es ja freiwillig auch, ne? Lustig, das ist genau der Wortlaut, den meine ChefInnen auch immer hatten, wenn ich mal ein paar Minuten länger bleiben musste, um ein Projekt fertigzustellen. Aber jetzt mal im Ernst. Natürlich ist vor der YouTube-Kamera stehen nicht das gleiche wie Turnschuhe in Fabriken in Bangladesch zusammenzunähen. Dennoch, und ja, das ist für den durchschnittlichen deutschen Wutbürger manchmal schwierig zu verstehen, auch YouTube ist Arbeit. Deutlich wird das vor allem, wenn man mal von außen mit der Kamera draufschaut. Das ist eigentlich relativ viel. Nachher müssen wir sogar noch ein Fernpaket aufmachen. Ich muss heute am Abend noch ins Theater. Let's go! Super, ich würde nur eine Sache anders machen. Ich würde nur sagen, du hast gesagt, wir müssen ein Fernpaket aufmachen. Ja, ich weiß, das war ein bisschen... Wir dürfen ein Fanpaket aufmachen. Wir dürfen den Lebensunterhalt für unsere Familie verdienen. Apropos. Darf ich fragen, wie viel Geld man da so verdient? Darüber möchte ich nicht sprechen. Aber ich möchte darüber sprechen. Ich bin da ja relativ transparent, ne? Mit einem Video, was 15 Minuten lang ist und 100.000 Aufrufe hat, verdiene ich zwischen 300 und 1.000 Euro. Das ist ziemlich variabel. Produktplatzierungen kommen natürlich nochmal einzeln on top. Ich bin der ziemlich sicheren Meinung, dass ein Kinderkanal mit 100.000 Abonnenten, sofern alles richtig gemacht wird, den Lebensunterhalt für eine Familie verdienen kann. Und wenn man dann das Zehnfache, also 1 Million Abonnenten, hat und sich den Spitzensteuersatz spart, hust, hust, Harrison, könnt ihr euch ja vorstellen, was dabei rumkommt. Und da die kleine Mia mit ihren Themen, ihren Bildern auf den Thumbnails und im Titel für einen großen Teil der Klicks sorgt, ist sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Million-Dollar-Baby. Geiles Wortspiel. Und dabei definiert das Erhalten von Geld nicht mal Kinderarbeit. Kinder, die vor der Kamera arbeiten, brauchen eine Arbeitserlaubnis. Kinder zwischen 3 und 15 Jahren dürfen 30 oder 60 halbe Tage im Jahr arbeiten. Maximal 5 Stunden zwischen 8 und 17 Uhr, maximal 3 Stunden vor der Kamera. Kinder unter 3 Jahren dürfen gar nicht arbeiten. Um eine solche Arbeitserlaubnis zu bekommen, müssen Kinder eine ärztliche Bescheinigung haben, das Jugendamt informieren und mit der Schule im Austausch stehen. Im realen Leben wird auf sowas eigentlich ziemlich streng Acht gegeben. Angelo Kelly hatte zum Beispiel 2019 seinen 4-jährigen Sohn William bei einem Konzert in Unterfranken wie auch bei anderen Konzerten ein Sololied präsentieren lassen und hat auf Plakaten mit seinem Sohn geworben. Und Angelo Kelly ist von dem Amtsgericht Hass
Kurz zu einem Bußgeld in Höhe von 3.000 Euro verurteilt worden, weil das Gericht darin einen Verstoß gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz sah. Die Revision läuft noch, soweit ich informiert bin. Der vorsitzende Richter sagte damals in der Urteilsbegründung, dass der Fall ein Paradebeispiel für den Verstoß gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz sei. Sein Vater Angelo sei hier Sorgeberechtigter und Arbeitgeber gewesen. Der Auftritt sei auch keine geringfügige Hilfeleistung gewesen, weil das Kind selbst ein Lied gespielt hatte. Und auf YouTube... Für mich ist ganz klar in der Verantwortung das Gewerbeaufsichtsamt. Ich würde sagen, die sind total im Tiefschlaf. Es ist eher Publikum dort, was einfach keine Vorstellung hat, was da eigentlich gerade an ihnen vorbei passiert. Also, send this video to your local Gewerbeaufsichtsamtbeamten. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Wenn das Kind beim Fernsehen arbeitet, sind die Eltern die Sorgeberechtigten und achten unter anderem darauf, dass die Rechte nicht verletzt werden. Bei Familienbloggern sind die Eltern aber gleichzeitig die Aufpasser und die Arbeitgeber. Die Beziehung zwischen Eltern und Kind beinhaltet dann ein, wenn auch subtiles, kommerzielles Interesse. Und wenn das Baby dann nicht schön fürs Vorschaubild posiert, dann gehen der Mama und dem Papa auch mal eben ein, zwei oder mehr 100 Euro durch die Lappen. Nee, sorry, also auf der Aufnahme hat Mia jetzt nicht wirklich glücklich geguckt. Das können wir nicht nehmen fürs Thumbnail. Könnt ihr das vielleicht nochmal machen? Nee, sorry, die Aufnahme war jetzt ein bisschen unscharf. Könnt ihr vielleicht nochmal... Außerdem gibt es natürlich auch noch eine sehr, sehr viel subtilere und unterbewusste Abhängigkeit zwischen Eltern und Kind. Eltern erzählen häufig, dass das freiwillig passiert, aber es ist natürlich eine Familienmoral, die dahinter steht. Zu Deutsch, wenn das fünfjährige Kind merkt, oh, die Mama, die ist aber immer ganz lieb und happy, wenn ich was Drolliges in die Kamera sage oder wenn ich mich albern verhalte, dann macht das Kind das irgendwann gerne und freiwillig. Schwierig wird es vor allem dann, wenn die vermeintliche Arbeit in die Freizeit des Kindes eingreift. Am Wochenende ist halt irgendwie die einzige Zeit, wo ich mich mit Freunden treffen kann und so. Also muss ich leider meistens immer absagen, weil Samstag ist Drehtag. Ja, Samstag ist Drehtag. Das ist nicht mal bei mir so und ich mache den Scheiß auch beruflich. Noch extremer wird es meines Erachtens nach, wenn die Kinder dann auch noch für Werbung eingespannt werden. Ich bin auch skeptisch, weil sie Werbung macht. Das heißt für mich, dass sie ja einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht. Mhm. Und das ist Arbeit. Ja, Kinderarbeit ist in Deutschland verboten. Nochmal ganz kurz zum Verständnis. Würde das auch zählen, wenn es jetzt, sagen wir mal, nur Fotos sind? Ich meine, die Kinder sind deutlich jünger, aber könnte auch kritisch sein? Na gut. Ich habe tatsächlich eine Bitte. Bitte geht nicht zu diesen Kanälen und schreibt ihnen irgendwelche Hassnachrichten. Überdenkt einfach mal, wen ihr persönlich so abonniert habt und ob ihr es verantworten möchtet, dass Kinder vielleicht später Probleme haben, nur weil ihr euch gerade an ihrer Süßheit ergötzt oder einfach in Familienvlogs eine Ablenkung vom Alltag für euch sucht. Obwohl ich jetzt ziemlich gewettert habe, glaube ich, dass kein Mami- oder Papi-Blogger dieser Welt seinen Kindern das ganz bewusst und extra antut. Es ist vermutlich einfach ein Strudel aus Familiendynamiken. Andere machen das auch so. Wenn es verboten wäre, dann würde sich jemand beschweren und eben auch ziemlich viel Geld. Schickt dieses Video gern an jemanden, der genau solchen Kanälen folgt und vielleicht können wir ja ein kleines Umdenken in der Gesellschaft anregen. Peace out.